Der inzwischen fast 8 Jahre alte Taktik-Shooter Operation Flashpoint hat Ihnen gut gefallen? Dann dürfte Ihnen Chernarus einen Besuch wert sein. Für die Reise in den fiktiven, aber heiß umkämpften Staat empfehlen wir allerdings den Transportdienst der US Marines. Und der sieht so aus. Rund 2 Monate vor der geplanten Veröffentlichung von Arma 2 stellte uns der tschechische Entwickler Bohemian Interactive eine spielbare Vorschaufassung ihrer hochrealistischen Militärsimulation zur Verfügung. Nach dem eher enttäuschenden Vorgänger Armed Assault will das Team mit Arma 2 an den Erfolg ihres Erstlingswerks anknüpfen. Und das hieß immerhin Operation Flashpoint. Eines können wir schon jetzt über das neue Spiel sagen: In Sachen Landschaftsdarstellung und Fahrzeugdetails ist Arma 2, wie Sie selbst sehen, ein mehr als zeitgemäßes Update. Das bringt aber auch einige Probleme mit sich, doch dazu später mehr. In Arma 2 beginnen Sie Ihre Karriere als Mitglied einer Spezialeinheit, den Razors, und erfüllen anfangs erstmal Geheimaufträge hinter feindlichen Linien. Während Armed Assault bei der Kampagne und dem Missionsdesign alles andere als glänzte, sind die Aufträge in Arma 2, zumindest die, die wir bis jetzt spielen durften, vielseitig und hervorragend aufgebaut. Auch die Identifikation mit den Soldaten ist diesmal kein Problem, denn die Kampagne folgt durchgehend den Erlebnissen der Razors, die sich oft und teilweise auch mit sehr markanten Bemerkungen zu Wort melden. Die Atmosphäre ist dementsprechend überzeugend. Hier sollen wir in einer Nacht- und Nebelaktion eine Kommunikationsanlage in einem Dorf ausschalten und müssen im Laufe der Mission verschiedene Entscheidungen treffen. Wir können es uns einfach machen und das Ziel samt Dorf per Laserpointer für einen Luftschlag markieren. Den Rest übernehmen die Kampfjets, doch bei der folgenden Explosion sterben auch unschuldige Zivilisten. Schleichen wir uns dagegen an die Siedlung heran, müssen wir nicht nur die Soldaten einzeln ausschalten, sondern retten, wenn wir wollen, auch noch einen Arzt und eine misshandelte Frau. Danach sprengen wir die Funkstation selbst in die Luft. Der gerettete Arzt erzählt uns wenig später von einem Massengrab, das wir finden sollen. Diesen Anblick wollen wir Ihnen aber ersparen. Später erstrecken sich die abwechslungsreichen Einsätze über sehr große Gebiete und sind in zig Einzelaufträge unterteilt. Es gilt, Verräter aufzuspüren, Schmuggler festzusetzen oder einfach nur Kontakt mit der Bevölkerung aufzunehmen. Zu den weit auseinanderliegenden Zielorten lassen wir uns übrigens ganz praktisch per Hubschrauber transportieren. Unsere Kameraden sollen in den Missionen als Team taktisch geschickt vorgehen, sich gegenseitig Feuerschutz geben, per Handzeichen verständigen und Deckung suchen. Im Gegensatz zu dieser Szene ist davon aber meist noch nicht viel zu sehen. Stattdessen ist das Verhalten der Kollegen, genauso wie das der Gegner, selten nachvollziehbar. Totalaussetzer und Dauerignoranz gegenüber Beschuss sind noch an der Tagesordnung. Offenes Gelände vermeidet die KI dagegen schon jetzt sehr geschickt. Doch wirklich auf die Razors verlassen können wir uns noch nicht. Die Jungs können sich dagegen auf uns verlassen, denn wenn einer von ihnen mal wieder vorgestürmt ist und angeschossen wurde, helfen wir ihm natürlich, müssen es aber auch, denn sonst ist die Mission vorbei. Solche Situationen kommen aber noch so oft vor, dass wir uns häufig wie der Feldsanitäter fühlen. Umgekehrt lassen uns die Marines trotz Hilferufs dagegen gerne mal verbluten. Bei der KI hat Bohemia in den wenigen verbleibenden Wochen also noch sehr viel Arbeit vor sich, denn schließlich steigen wir im Laufe der Karriere im Rang auf und übernehmen erst das Kommando über die Razors und später über ganze Truppenverbände. Spätestens dann müssen wir uns auf die KI verlassen können, sonst ist Frust angesagt. Hier sollen wir etwa ein Dorf erobern und schicken dazu Infanterie, Panzerfahrzeuge und einen Helikopter ins Ziel. In solchen Masseneinsätzen kommt das neue, kontextsensitive Befehlssystem, das für die Kommandos an das Razor-Team noch recht handlich ist, schnell an seine Grenzen. Es fehlt an einigen optischen und akustischen Rückmeldungen, auch beispielsweise über den weiteren Status ihrer Truppen. Die Bedienung per Karte ist dagegen etwas praktischer. Wirklich überzeugen kann die Umsetzung dieser General-im-Feld-Idee aber noch nicht. Ähnlich unfertig wirken auch die neuen Hilfsanzeigen, die uns auf Wunsch, wie hier allerdings noch etwas an der falschen Stelle, die entdeckten Gegner markieren sollen. Das wird für viele Spieler auch bitter nötig sein, denn die dichte Vegetation sieht inzwischen so gut aus, dass sie die Gegner im hohen Gras ohne Hilfe kaum noch erkennen können, wenn sie nicht gerade in der höchsten Auflösung spielen. Was trotz flexibler Einstellungsmöglichkeiten bei den hohen Systemanforderungen samt zwingend erforderlichem Dual-Core-Prozessor nicht gerade selbstverständlich ist. Auch hier lauern Balanceprobleme und viel Frustgefahr. Denn mit diesem Problem hatte Operation Flashpoint und selbst Armed Assault nicht in einem so hohen Maße zu kämpfen. Wer sich dabei um den Realismus sorgt, da macht Arma 2 aus technischen Gründen sowieso schon Kompromisse und schaltet auf weite Entfernung das Gras ab. Gegner heben sich wieder deutlich vom flachen Boden ab. Wie sich das alles auf den Multiplayer-Modus auswirkt, in dem sie übrigens auch die ganze Kampagne im Koop spielen können, muss sich noch zeigen.
Die Wahrnehmung ist in Arma 2 generell noch ein Problem. Den Feind haben wir meist nur bezwungen, weil er nicht gut im Team gearbeitet hat oder aufgeschreckt hin und her lief, was aber selten gewollt, sondern oft nach KI-Problemen aussah. Die Sound Engine leidet noch unter extremen Abmischfehlern und die Kommentare der Kollegen sind bisweilen wenig hilfreich. Zwei Punkte, an denen Bohemia bereits kräftig feilt. Spürbare Erschütterungen von Explosionen oder gar Bildschirmwackeln bei Verwundungen fehlen dagegen ganz. Hier hat Operation Flashpoint 2 bisher scheinbar die Nase vorn. Auch die Trefferanimationen der Feinde können noch nicht sehr überzeugen. Es gibt also noch etliche Ecken, die uns immer wieder aus dem Spiel herausreißen, denn sie stellen einen krassen Kontrast zum Rest von Arma 2 dar. Zwei Beispiele: Das dynamische Licht bei Nacht ist mehr als unansehnlich und wirkt teilweise schlicht falsch berechnet. Und die Physik-Engine lässt Panzer wie in Armed Assault noch große Mauern in Blöcken umfahren, das schwere Gerät aber an Bäumen stoppen. Solche Details wollen natürlich nicht in eine Welt passen, die stellenweise so herausragend überzeugend wirken kann. Tja, Arma 2 hat wirklich alles, was es für eine ganz hervorragende Militärsimulation braucht. Das Problem: Es funktioniert alles noch nicht und meiner Meinung nach noch lange nicht. Ich wäre Bohemia also gar nicht böse, wenn sie es bis Ende Mai gar nicht schaffen mit der Veröffentlichung, denn wenn jetzt alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht, weil einzelne Funktionen nicht ineinander greifen, wäre es echt schade drum.